زيارة لألمانيا التقينا فيها مع المستشارة أنجيلا ميركل. تصادف وجودنا في ألمانيا مع القرار التاريخي للبرلمان الألماني بإلغاء قرار استمر لثلاثة عقود في وقف التعاون مع السودان، وكانت يعني حدث تاريخي. هذا يؤسس لعلاقة متينة بين شعبينا، دعم الحكومة الألمانية والشعب الألماني لنضال شعبنا ومتابعتكم الدقيقة لما يحصل في السودان، هو الذي ساعدنا وساعد شعبنا في الانتصار على الدكتاتورية وتأسيس ووضع اللبنات لبناء نظام ديمقراطي راسخ. نحن نشكركم على ذلك فخامة الرئيس، ونطمح للمزيد من التعاون مع بعض. هنالك مجالات عديدة يمكن أن نعمل فيها مع بعض، تأتي على رأسها مساعدتنا في التحديات الاقتصادية، الطاقة، الكهرباء، القطاع الزراعي، التعدين، الإعلام، التعليم، التكنولوجي. كل هذه المجالات مجالات تسمح لنا بالعمل المشترك وتطوير هذه الشراكة لآفاق لا تحدها حدود. اسمح لي فخامة الرئيس في هذه العجالة أن أحيطكم علما بتطورات الوضع في السودان. ما حصل في السودان وثورة عميقة امتدت لكل مناطق السودان، وهذا التغيير خلق مناخ وأمل للشعب السوداني وللإقليم من حولنا. وكما تحدثنا، لو قدرنا نعبر بهذه التجربة السودانية إلى بر الأمان حيكون عندها تأثير كبير وقوي في كل الإقليم. نحن نعيش في إقليم مضطرب مليء بالتحديات والنزاعات، لكن ما قام بإنجازه الشعب السوداني هو يعني درة في هذا المحيط المضطرب، ويحق لنا كسودانيين أن نتحدث عن النموذج السوداني. هذا النموذج فخامة الرئيس يقوم على الشراكة بين المدنيين والعسكريين، شراكة يراد لها أن تؤسس وتضع لبنات بارادوكسيكالي لبناء ديمقراطية راسخة في هذا البلد، ونحن ديتيرمين في أننا نعمل ده. مرة أخرى مرحب بكم، ونتمنى أنها تكون دي برضها امتداد للزيارات التي سبقتكم وتفتح مجال للعمل المشترك بين شعبينا. شكرا جزيلا، ألف مرحب. فخامة الرئيس فرانك فالتر شتاينماير، رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية. Meine Damen und Herren, es sind Zeiten historischer Veränderungen, Veränderungen historischer Dimension, zu denen wir hier im Sudan angekommen sind. Herr Ministerpräsident, ich darf mich ganz herzlich bedanken, nicht nur für Ihre Worte, für den Empfang, sondern auch dafür, dass Sie uns hier eingeladen haben zu einem Austausch, den wir heute Morgen haben konnten, natürlich über die gegenwärtige Lage im Sudan, aber auch über die gesamte Region Ostafrikas. Ich bin gern gekommen und ich weiß, es ist lange her, dass ein deutscher Bundespräsident im Sudan zu Gast war. 1985 war ein letzter deutscher Bundespräsident hier. Und dieses Datum lässt uns gleichzeitig zurückschauen auf eine Phase, Herr Ministerpräsident, die Sie erwähnt haben. Auf eine Phase, die lange zurückliegt, in der die Beziehungen unserer beiden Länder, Deutschland und Sudan, sehr eng und sehr vertrauensvoll waren. Aber zur ganzen Wahrheit der deutsch-sudanesischen Beziehungen gehört auch,
dass wir uns ab Mitte der 80er Jahre zunehmend verloren haben, dass die Beziehungen schwieriger wurden, weniger dicht und am Schluss nicht mehr vertrauensvoll und nicht mehr kooperativ waren. Ich bin hier, um zu sagen, wie sehr wir, das sage ich nicht nur für die politische Führung in Deutschland, sondern auch für die Menschen in Deutschland, wie sehr froh wir darüber sind, dass die Veränderungen, die Menschen hier im Sudan eingeleitet haben, in Deutschland sind. Ich möchte meine Anerkennung, Herr Ministerpräsident, für die Arbeit, die Sie in kurzer Zeit mit Ihrer Regierung geleistet haben, zum Ausdruck bringen, aber nicht nur für die Arbeit, sondern auch für Ihren Mut, wichtige und tiefgreifende Reformen anzugehen. Und dafür haben Sie meine volle Unterstützung. Wir wissen und haben das mit Spannung und heißem Herzen auch in Europa verfolgt, was Menschen hier unter Aufbringung von Mut und in den Kaufnahme von Opfern im vergangenen Jahr auf den Weg gebracht haben. Menschen aus der Zivilgesellschaft, die in Bereichen der Kultur und Kunst gearbeitet haben, in der Wissenschaft, an Universitäten, all diejenigen, die die Veränderung eingeleitet haben. Und meine Anerkennung, mein Respekt gilt dem Mut und dem Einsatz der Kreativität der Protestbewegung, die trotz der Ereignisse am 3. Juni vergangenen Jahres ihren friedlichen Protest fortgesetzt hat und ein Unrechtsregime beseitigt hat. Die Opfer, verehrter Herr Ministerpräsident, die bleiben unvergessen. Aber die Menschen, die Sudan verändert haben, schon zum jetzigen Zeitpunkt, auf die kann der Sudan, auf die kann das sudanesische Volk stolz sein. Ein Unrechtsregime gestürzt und den Menschen eine neue Zukunft gegeben. Die Zukunft kommt nicht von allein, sondern wir wissen, die wir von außen auf das Land schauen, und Sie alle wissen es noch viel besser, dass es enorme Herausforderungen sind, mit denen Sie zu kämpfen haben, politisch, wirtschaftlich oder auch mit Blick auf die notwendige Versöhnung innerhalb der Gesellschaft, der Frieden im Inneren, alles riesige Herausforderungen. Ich bin hier, meine Damen und Herren, um zu sagen, Deutschland und wir Deutsche, wir haben ein großes Interesse daran, diesen Aufbruch hier im Sudan zu würdigen, zu weiteren Schritten zu ermutigen. Aber das wäre alles nicht ausreichend, wenn ich nicht auch sagen würde, wir wollen diesen Aufbruch hier im Sudan auch unterstützen. Wir haben eben unter vier Augen lange miteinander gesprochen, mit Mitgliedern der Regierung. Das ist keine einfache und keine schnell lösbare Aufgabe. Wir wissen alle, vor allen Dingen, die schwierige Wirtschaftslage belastet die Menschen hier im Sudan. Und der Sudan braucht, das war ein großes Thema in unseren Gesprächen hier, der Sudan braucht Zugang zu den internationalen Finanzinstitutionen, und deshalb rufen wir auch von hier aus die internationale Gemeinschaft auf, diesen Zugang zu ermöglichen. Die hohe Verschuldung jedenfalls, die gegenwärtig die Verantwortung Tragenden nicht zu verschulden haben, die finanzwirtschaftliche Isolierung des Sudan, für die, die heute in der Regierung sind, ebenfalls keine Verantwortung tragen, diese Hindernisse müssen überwunden werden. Ich habe Premierminister Hamdok versichert, dass der Sudan auf Deutschland als zuverlässigen und engagierten Partner zählen kann. Politisch, humanitär und auch künftig wieder im Rahmen der staatlichen Entwicklungszusammenarbeit. Der Deutsche Bundestag hat die Möglichkeiten eröffnet, dass diese für Jahre und Jahrzehnte Entwicklungszusammenarbeit in Zukunft wieder stattfinden kann. Deutschland bleibt engagiert
in der Gruppe der Friends of Sudan. Wir bleiben engagiert, die Hindernisse bei der Zusammenarbeit mit den internationalen Finanzinstitutionen zu beseitigen, auch Listungen, die gegenwärtig noch eine Zusammenarbeit mit deutschen und europäischen Unternehmen zu verhindern, solche Listungen zu beseitigen. Wir haben über die wirtschaftliche Lage gesprochen, über die möglichen deutschen Unterstützungen, auch über die Friedensverhandlungen im Sudan. Und wir wissen alle, dass engagiert daran gearbeitet wird, ein Abkommen zustande zu bringen, das innerstaatlichen Frieden bringt, das innerstaatliche Versöhnung ermöglicht und damit auch Voraussetzungen dafür schafft, dass sich die Lage dauerhaft verbessert. Ich sage das, weil ich hinzufüge, Deutschland steht auch weiterhin bereit, diesen Friedensprozess bei Bedarf weiterhin zu begleiten und zu unterstützen. Ganz zuletzt haben wir auch über die Präsenz der Vereinten Nationen im Sudan gesprochen. Wir haben lange, die internationale Staatengemeinschaft hat lange darüber gesprochen, ob die UNAMID-Mission fortgesetzt werden soll. Eine Mission, an der Bundeswehr und auch deutsche Polizisten beteiligt sind. Eine Mission, die über lange Jahre eine wichtige Rolle bei der Stabilisierung, vor allen Dingen in Darfur, gespielt hat. Es ist eine Verlängerung der Mission erreicht worden und die internationale Staatengemeinschaft diskutiert darüber, verhandelt darüber, redet darüber, wie eine Folgemission in Zukunft stattfinden kann. Meine Damen und Herren, zum Schluss, es ist eine historische Situation, in der wir hier sind, und es ist eine historische Chance für den Sudan, bei der wir allesamt ein Interesse haben sollten, auch diejenigen Staaten, die außerhalb der Region Ostafrikas leben. Wir sollten alle ein Interesse daran haben, dass diese Chance zum Erfolg und zu besseren Lebensverhältnissen im Sudan führt. Denn das, was hier passiert, hat Ausstrahlungswirkung weit über den Sudan hinaus, wird ein Signal geben in die gesamte Region Ostafrikas und auch in die Nachbarschaft hinein. Auch wenn die Herausforderungen groß sind, meine Damen und Herren, ich bin jedenfalls nach unseren heutigen Gesprächen zuversichtlich, dass Sudan den Weg hin zu einer Demokratie und diesen Weg in Frieden gehen kann, um seinen Bürgerinnen und Bürgern eine bessere Zukunft zu ermöglichen. Deutschland und Sudan zusammen werden, wir werden von deutscher Seite aus den Sudan nach Kräften unterstützen und dieses natürlich in Begleitung und im Zusammenwirken mit unseren internationalen Partnern. Herzlichen Dank. Shukran, Sayyid al-Rais, hanaddi ba'd al-as'ila. سأمضي الزمن، أنا لدي قائمة طويلة لكن سأحاول أن أوفق. أبتدي بخالد عويس سكاي نيوز. فخامة الرئيس هل تتجه الدولتان لتوقيع اتفاقيات ثنائية خلال هذه الزيارة أو خلال الفترة القادمة؟ وسؤالي لدولة رئيس الوزراء هل طلب السودان من ألمانيا كدولة صديقة المساعدة في حل معضلة الديون المتراكمة على السودان؟ شكرا جزيلا. كم سؤال؟ افتكر بدر. I want to be fair with that. And a question for from the German side. Yes. Matthias Gebauer vom Spiegel. Herr Premierminister, eine Frage zuerst an Sie gerichtet. Sie haben gerade von den großen
Umwerfungen gesprochen, die es hier im Land gegeben hat. Soll ich nochmal neu anfangen? Oder? Okay. Ja. Sie haben gerade von den großen Umwerfungen gesprochen, die es hier im Land gegeben hat und auch von den großen Leistungen Ihres Volkes. Wir als Gäste fragen uns, wie stabil ist sozusagen dieser Umwurf und wie groß ist die Gefahr hier im Sudan, dass die alten Kräfte möglicherweise doch das Ruder noch mal rumreißen können? Und dann eine Frage, Herr Bundespräsident, Sie haben über die zusätzlichen Hilfen gesprochen, auch heute Morgen schon in Ihrem ersten Gespräch. Ist es für Sie vorstellbar, dass Deutschland möglicherweise im Zusammenhang auch mit der Europäischen Union schon vor der Entlistung des Sudans von der Terrorunterstützungsliste möglicherweise direkte Hilfen leistet, um diesem Land möglichst schnell Unterstützung zu geben? Mohammed Abdelhamid. مرحبا فخامة الرئيس. بالرغم من أن هذه الزيارة تفتح آفاق جديدة للتعاون السوداني الألماني والسوداني الأوروبي، لكن لا زالت هنالك لدى الكثير من السودانيين لديهم شعور بأن العالم الخارجي والمجتمع الدولي لم يستجب بعد بالحماسة والسرعة والسعة التي كانوا يتوقعونها بعد التحولات الكبيرة التي حدثت في السودان. ما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه ألمانيا في أن يصبح توجهها هذا توجه أوروبي وأن تتحول أن تستجيب كل الدول الأوروبية للتحديات الاقتصادية الصعبة التي يواجهها السودان الآن ولتحديات بناء السلام بالحماس والسرعة التي أبدتها ألمانيا؟ شكرا. نعطي فرصة للإجابات ونعود مرة أخرى للأسئلة. Ja, wenn ich die an mich gerichteten Fragen kurz beantworten darf, dann zunächst die Frage, sind bei diesem Besuch Abkommen unterschrieben worden? Ich verknüpfe die Antwort auf diese Frage mit der eben zuletzt gestellten Frage nach der Haltung der internationalen Gemeinschaft insgesamt. Es sind keine Abkommen geschlossen worden, weil dieser Besuch hat einen anderen Grund. Und den Grund kann ich mit Blick auf die letzte Frage, die gestellt worden ist, vielleicht leichter erörtern. Vielleicht ist ja der Eindruck, der in der Frage mitgeteilt worden ist, gar nicht falsch, dass die internationale Staatengemeinschaft bisher zu wenig Anteil genommen hat an den Veränderungen, die hier im Sudan stattfinden, vielleicht auch noch nicht wahrgenommen hat, welche historische Dimensionen diese Veränderungen haben werden und vielleicht am wenigsten wahrgenommen hat, welche Bedeutung die Entwicklung im Sudan für die gesamte Region in Ostafrika haben kann. Und weil ich den Zusammenhang sehe, glaube ich, war es wichtig, zum jetzigen Zeitpunkt hierher zu kommen, um auch Beispiel zu geben für andere in Europa und weit über Europa hinaus, genauer hinzuschauen, was hier im Sudan stattfindet und vielleicht auch Vorstellungskraft zu entwickeln, wenn das, was hier auf den Weg geraten ist, auf den Weg gebracht worden ist, wenn das scheitern sollte. Deshalb ist mein Besuch, den wir heute hier haben, ist ein Besuch, in dem ich zuallererst Respekt zeige gegenüber denjenigen, die den Veränderungsprozess herbeigeführt haben, den vielen Mutigen, die auf die Straße gegangen sind, die Opfer erlitten haben, die trotzdem ihre friedlichen Proteste fortgesetzt haben und ein Unrechtsregime beseitigt haben. Zweitens bin ich hier, um Respekt zu zeigen vor denjenigen, die Verantwortung übernommen haben. Ich glaube, allen Beteiligten im Souveränitätsrat, allen Beteiligten in der Regierung ist klar, dass das eine riesige Aufgabe ist, die hier zu schultern ist. Ein Land zu übernehmen, das wirtschaftlich fast am Boden liegt, ein Land zu übernehmen mit großen Auslandsschulden, ein Land zu übernehmen, das keinerlei Zugang zu internationalen Kreditinstitutionen haben. Und deshalb sage ich Respekt vor all denjenigen, die im Wissen um diese Schwierigkeiten trotzdem Verantwortung übernehmen.
Und drittens, in der Tat, ist mein Besuch auch ein Signal an diejenigen, die sich bisher nicht für den Sudan interessiert haben, nicht für die Veränderungen im Sudan interessiert haben, genauer hinzuschauen, ebenfalls Präsenz zu zeigen und hoffentlich auch Unterstützung anzubieten. شكراً فخامة الرئيس. السؤال الأول تعلق بموضوع هل هنالك اتجاه لتوقيع اتفاقيات كما أجاب فخامة الرئيس؟ أبداً. هذه الزيارة تأتي زيارة لاحقة لزيارات كثيرة سبقتها. بدينا مع شركان الألمان في نقاش جاد وعملي. اتفقنا على أننا نعمل مع بعض في مجالات عديدة يأتي على رأسها موضوع الطاقة والكهرباء، التدريب المهني والدعم في قضايا أخرى. هذه عملية مستمرة وسوف نواصل فيها. يعني هنالك مشاريع كثيرة تم النقاش حولها في الزيارات السابقة، نستمر في ذلك. نعم، تحدثنا مع الشركاء الألمان حول مسألة الديون، ديون السودان. إذا كانت ديون سيادية مرتبطة بصناديق التمويل الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد لما له من وجود فيها فاعل. أيضا تحدثنا عن الأشياء المتعلقة بأندية زي نادي باريس وغيره، وهم وعدونا في أنه نشتغل مع بعض. طبعا كلكم عارفين أنه هذه المسألة بتقف أمام، زي ما نستخدم العبارة الإنجليزية The Elephant in the Room، العقوبات الأمريكية المفروضة علينا. هي بتحد من أي تقدم في مسألة الديون، لكن نحن شغالين في هذا الملف وطلبنا منهم أنهم يساعدونا في الملفين. الديون ما بتنفصل من العقوبات، لكن افتكر لما لألمانيا من وزن ودور رائد في المؤسسات الدولية وفي أوروبا، افتكر حيساعد كثير جدا في هذا المجال. سؤال من المداخلة الألمانية حول التحول الجذري في السودان، وهل هذا التحول مستقر ولا فيه يعني مخاطر بعودة الوضع القديم؟ ده أكد للسائل إنه هذا التغيير عميق. لأول مرة في تاريخنا بيحصل تغيير في السودان ما في الخرطوم. هذا التغيير يعني شمل كل أنحاء السودان، وكلنا عشنا وشفنا المواكب المدهشة اللي جاية من شرق وغرب وشمال ووسط السودان. هذا التغيير من العمق والثراء والاستمرارية اللي حتخليه يستمر، ما لأنه تغيير بس، لأنه تغيير محروس بقوة شعبنا الحية وبشبابه وكنداكاته وبكل الخيرين فيه. عشان كده ما في خوف عليهم. نحن عندنا خيارين بس، خيار يا نعبر وننجح يا نعبر وننجح. وافتكر هذا الشعب بكل قواه شغال في هذه المسألة، فما في خوف على المسألة. أكد لكل أشقانا وأصدقانا وشركانا في خارج السودان إنه نحن في المقام الأول حنعتمد على قوى شعبنا، وبدعمهم ومساعدتهم لنا بنقدر نعبر. فيما يتعلق بالسؤال الخاص بدعم العالم الخارجي والمجتمع الدولي، حقيقة لما حصلت هذه الثورة كانت توقعات الشعب السوداني أن الدعم الدولي حيجي بشكل أسرع مما حاصل اليوم، لكن نعلم برضو جيدا المؤسسات الدولية هي يعني استجابتها ما بتتم بشكل يعني إنستنت، بتاخذ وقت. لكن احنا برضو واثقين من أنه طالما نحن ماشيين في الوجهة الصحيحة وبنعمل في الحاجات الصحيحة أكيد ده حيحصل وحيجي وفي وقت قريب. شكرا فيصل. أمير الجعلي.
Ich habe noch eine Frage offen auf meinem Zettel. Das war die Frage, ob vor der Streichung von Listen Unterstützung geleistet werden kann von deutscher Seite. Wir sind ja gegenwärtig eigentlich schon einen Schritt weiter. Das BMZ hat durch Bundesminister Müller hier bereits Bereitschaft gezeigt, in einem ersten Schritt 80 Millionen zur Verfügung zu stellen für berufliche Bildung in diesem Lande. Notwendig, glaube ich, um ein Signal zu setzen, dass vor allen Dingen die junge Generation Perspektiven braucht und an der Erarbeitung dieser Perspektiven gearbeitet wird. Der Außenminister war hier und das Außenministerium ist ja bereit, nicht nur in Rechtsstaatsförderung zu investieren, sondern auch Friedensmediation zu unterstützen, vor allen Dingen auch Kooperation und zwischen Universitäten, Unterstützung von Universitäten hier im Sudan zu leisten. Insofern, wenn man es auf staatliche Hilfen bezieht, dann läuft eigentlich die Unterstützung schon und hängt gar nicht so sehr ab von dem Prozess der Streichung von den Listen. Aber, und das haben Sie ja gerade aus den Anmerkungen von Herrn Premierminister gehört, es kommt natürlich auch vor allen Dingen darauf an, dass es gelingt, private Unternehmen für den Sudan zu interessieren, den Handel mit Sudan wieder aufleben zu lassen, möglichst im Sudan auch tätig zu werden, zu investieren, vielleicht auch wie manche Unternehmen die unterbrochenen Tätigkeiten, die über 20 Jahre stillgelegen haben, 30 Jahre stillgelegen haben, diese Aktivitäten und Präsenz wieder aufzunehmen im Sudan. Und da können wir als Staat, auch die Bundesregierung, im Grunde genommen nicht für die Unternehmen entscheiden, werden wir tätig, bevor wir von den Listen gestrichen worden sind, sondern das sind Entscheidungen, die die Unternehmen selbst treffen. Und diejenigen, die global agieren, werden natürlich darauf Rücksicht nehmen, dass die Risiken für ihre Tätigkeit im Sudan überschaubar bleiben. Und insofern heißt es nur, dass die Anstrengung darauf liegen muss, und die deutsche Bundesregierung beteiligt sich ja intensiv daran, dass die Streichung von den Listen möglichst zeitnah geschieht. Das ist das Entscheidende. Amira. أميرة جالي صحيفة الانتباه خصصت ألمانيا 80 مليون يورو للسودان كمشروعات هل يمكن لهذا الدعم أن يتحول إلى دعم مالي مباشر للسودان؟ Wir können ja die Gespräche hier in einer Pressekonferenz, die vor Wochen stattgefunden haben, nicht wieder neu aufrollen. Das sind ja Gespräche, die stattgefunden haben zwischen dem in Deutschland zuständigen Bundesminister und den Counterparts hier im Sudan. Und es ist festgestellt worden, erstens berufliche Ausbildung, die Schaffung von Perspektiven für junge Leute ist eine zentrale Aufgabe für eine Regierung im Transitionsprozess. Und deshalb habe ich vorhin gesagt, im ersten Schritt soll diese Größenordnung auch dafür zur Verfügung gestellt werden. Shukran, ja, Sayyid Rais, Majlis al-Wazara. Ana ismu Ana Reus, Ana Sahafia, wie Jarida Süddeutsche. Herr Premierminister, es gibt Bestrebungen, dass das Militär im Sudan neu strukturiert werden soll. Wie stellen Sie sicher, dass diese Reformen auch stattfinden? Danke. Okay.
شكرا هذا سؤال حقيقة يعني مهم وحيوي لمستقبل السودان ومستقبل الديمقراطية. هيكلة الجيش تظل مسألة ضرورية وأساسية، وده واحدة من الأجندة اللي تم تناولها في الوثيقة الدستورية الخاصة بالانتقال. أيضا هو موضوع بيتم نقاشه في إطار المساعي الحسيسة الجادة في تحقيق السلام. تعرف تماما إنه الحوار الدائر حول السلام في جوبا بيستصحب معاه محور كامل حول الموضوع الأجندة الأمنية أو الترتيبات الأمنية، الدمج وإعادة الدمج إلى آخره. هذا يتيح فرصة كاملة في معالجة موضوع الإصلاحات الهيكلية في القوات النظامية بكل أفرعها، إذا كانت القوات المسلحة أو الدعم السريع أو الشرطة أو جهاز الأمن والمخابرات. شكرا. أستاذ محجي بايروة. Thank you. I would like first to extend my profound thanks to your visit to Sudan, to my beloved and rich and strategic country. My question is that, don't you think that as a sovereign country, Sudan is a foreign country, and you know that Sudan now is not a terrorist country, democratic. So why this peanut amount of $80 million? Why don't you enter in more projects, specific projects, on a win-win basis for the benefit of both of us? You can choose two projects as a test tube and go forward. Why do you wait for the international community? And we are two sovereign countries and independent countries. We are not a terrorist, we are a democratic country like Germany, and we like to go forward. So why you consider it on a win-win situation business? Thank you. Thank you so much, Ustaz Mahjoub Arwa. I think this is an excellent question. Sudan is a very rich country. We don't want to live on handouts or grants. If we manage our resources well, pardon? Better. No, I'm responding to a question which was asked in English. Yeah, because of the media should answer. Because of the media should answer. خلاص الميديا ما ترجم طيب يا جماعة. Just لأن السؤال اتسأل بالإنجليزي فأي توت إنه ممكن أزول أجاوب عليه بالإنجليزي. I don't know whether في الأعراف نحن جديدين على الحاجات دي. ده بكون صح ولا غلط، لكن بكل تأكيد السودان بلد غني لا يحتاج للهبات والعطايا. نحن بنطمح لشراكات مع كل الأشقاء، ألمانيا إنكلودي، لشراكة تقوم على العمل المشترك وخاصة القطاع الخاص. نحن عايزين قطاع خاص جاد، شركات تجي تعمل معانا في بناء هذا البلد، جادة بمعنى إنها تشتغل تحقق أرباح وتبني معانا هذا البلد وتدفع الضرائب بتاعتها وتعمل كل الأشياء اللي مستحقة لهذا الشعب. ده اللي حيخرج هذا البلد من عنق الزجاجة اللي احنا فيها. اقتصادنا ممكن يتم انتشاله من هذه الوحدة بإننا يعني نلقى قطاع خاص جاد يستثمر معانا في كل القطاعات. نحن عندنا قطاع زراعي غني جدا، لكن من الاستغلال ما نجحنا في اننا نخلق المناخ الملائم للاستثمار في امكاناتنا الهائله. نحن الى اليوم شغالين بالاوديتد موديل بتاع الورثناه من المستعمر، بنصدر مواد خام. ده لازم يقف، وده ما يعني نسال منه الاجنبي اصلا، دي مسؤوليه وطنيه.
انت بتتخيل لما تصدر حيوان او قطن او سمسم او صمغ رو انت بتصدر كم منتج معه. الكواليتي جوبز اللي بنتكلم عليها لشبابنا هي موجوده في القطاع الصناعي. لازم كقطاع وطني نقدر نصل لمعادله تخلينا نغير هذه المعادله في اقتصادنا الوطني في اننا نمشي في وجهه بتاع التصنيع مرتبط بالقطاع الزراعي. بيوفر امكانات مهوله جدا ممكن تقول عليها باكورد وفورورد لينكجز في انك في التصدير وفي المدخلات الزراعيه. ده ما ممكن يحصل الليله طبعا. انت محتاج في البدايه لحاجه تخليك تو ريفايف الايكونومي، محتاج لمسائل كثيره جدا عشان ده يحصل، لكن بكل تاكيد انا ما شايف ما يمنع ذلك. طبعا الموضوع بتاع العقوبات الامريكيه غير ارتباطها بمساله الديون هي فيها ما يعرف بال ممكن يكون البرسبشن والريبيوتيشن ريسك. يعني الشركات بتكون متردده لحد كبير في انها تهبشنا الليله لان دي تركه طويله بتاع 30 سنه دايره رصه جديده، لكن افتكر ما بتاخذ مننا وقت كثير في اننا يعني نقدر نعثر على المعادله الصحيحه اللي حتخلينا يعني نطور الاقتصاد بتاعنا بدرجه يعني يحقق النمو والتنميه ويرفد عائد اقتصادي وفائد نقدر نستثمره في استثمارات اكثر. فخامة الرئيس لو في حاجه أستطيع. Ja, wir haben ja ganz zu Anfang davon gesprochen, dass es zentrale Aufgabe ist, Sudan in die internationale Gemeinschaft und auch zurückzuführen und auch Zugang zu den internationalen Finanzinstitutionen zu verschaffen. Wenn das die Aufgabe ist, dann können wir uns der Regeln der internationalen Finanzinstitutionen nicht völlig verweigern, sondern müssen uns auch vor der Illusion hüten, dass es ganz schnelle Lösungen gibt. Das Problem, vor dem wir hier stehen, ist, dass es nicht aufgrund des Verhaltens der jetzigen Regierung, sondern derjenigen, die früher Verantwortung getragen haben, so hohe Auslandsschulden gibt, dass es im Augenblick ganz schwer ist, für den Sudan neue Kredite zu gewinnen. Und deshalb rate ich davon ab, den Menschen vorzuspiegeln, es gäbe hier ganz einfache Lösungen, sondern wir müssen einen Weg finden, den Weg zu den internationalen Finanzinstitutionen und damit auch zu Krediten wieder zu öffnen. Wer glaubt, es gäbe schnelle Umwege, irrt nach meiner Erfahrung. Und insofern, glaube ich, ist es ja auch Sicht der Regierung hier, dass wir schnell agieren müssen, dass wir die Überzeugungskraft gegenüber den internationalen Finanzinstitutionen und dem IWF brauchen, aber dass es vermutlich einen Weg daran vorbei, wie Sie vorschlagen, gegenwärtig jedenfalls noch nicht gibt. Afwan, سؤال أخير من الجانب الألماني. Mein Name ist Tim Kröger vom ZDF, deutsches Fernsehen. Herr Bundespräsident, Herr Premierminister, vielleicht noch eine Frage. Es gibt immer noch Proteste im Sudan. Für wie fragil halten Sie den Transformationsprozess im Inneren des Landes? Shukran jazilan aydan hadha sual mahwari ومهم. نحن بلد بيضع الخطوات الأولى تجاه بناء نظام ديمقراطي يتيح حرية التعبير والتنظيم والتظاهر، لذلك حق التظاهر هو حق مشروع وحنكفله لكل السودانيين. فقط بنطمح لأننا سلاح التظاهر نوجهه بشكل يساعد على تطوير أجندة مرتبطة بالبناء. نحن تقريبا اجتزنا مسألة الهدم وإسقاط النظام. ما يواجهنا في المستقبل
هو يعني تغيير طريقة المشي والرصة في أننا نبدأ في بطريقة جادة في أننا نبني. لكن بكل تأكيد نحن كحكومة فترة انتقالية صدرنا رحب ومكاتبنا مفتوحة ومستعدين نتقبل كل أشكال التعبير المظاهرات، خاصة بكافيات المظاهرات السلمية. أرجو أن نحافظ على ميزة أساسية في هذه الثورة واللي هي أدهشت العالم بأنها ظلت لشهور طويلة ثورة سلمية. نحافظ على ذلك، لكن فيما عدا ذلك ما في أي مشكلة في التظاهر، استمر، بس ما يكون تظاهر اللي يعني كل يوم وبيعوق العمل والشغل وكذا. لكن هذا حق مكفول وحق أصيل في أي وضع ديمقراطي، ومرحب به. شكرا. Ja, die Frage kann natürlich der Ministerpräsident viel sachverständiger beantworten, als ich es tun könnte. Und deshalb will ich nur hinzufügen, es gibt eben keine Garantie für das Gelingen von Veränderungsprozessen. Das Typische an Transformationsprozessen ist, dass das Drehbuch dafür nie geschrieben ist, sondern das Drehbuch für die Transformation entsteht erst in der Bewegung. Und deshalb ist aus meiner Sicht, mit Verlaub, ich bin jemand, der von außen drauf schaut, ist es jedenfalls der richtige Weg, möglichst viele derjenigen, die den Wunsch nach einer Veränderung hatten, in diesen Prozess einzubeziehen. Und genau das geschieht hier im Augenblick im Sudan, der richtige. Und deshalb auch der Weg, den Deutschland unterstützen sollte. شكراً فخامة الرئيس، شكراً السيد رئيس الوزراء. نعتذر لأنه لديهم ارتباطات وبرامج أخرى. في صورة إسكارية ممكن للمصورين. Can you come here for that?